Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit einem ganz besonderen Video und zwar der Premiere von Hardwerats neuem Gaming-PC. Wie ihr sicher alle wisst, zieht der Gute aktuell in ein neues Studio und ich habe mir gedacht, warum mache ich meinem Kollegen nicht ein Geschenk zum Einzug und was bietet sich da besser an als ein neuer Gaming-PC? Und ich habe natürlich versucht, mit dem Teil voll seinen Geschmack zu treffen und am Ende soll der PC ja äußerlich und innerlich ein einzigartiger Hardwerat-PC werden. Und einzigartig ist das Teil auf jeden Fall und nach vielen Stunden Schweiß und Arbeit ist am Ende sogar ein richtiges Unikat bei rausgekommen, was meiner Meinung nach wie die Faust aufs Auge passt. Da Tim ja bekannterweise viel Wert auf die Optik legt und die Leistung eher hinten anstellt, war der wohl wichtigste Aspekt des PCs natürlich das Case. Und was hätte sich da besser angeboten als diese dezent elegante und edel anmutende blaue Plastikkiste eines namhaften in Region Schwaben ansässigen und traditionell familiengeführten Unternehmens, das sich primär der Herstellung von Getränken aus fermentiertem Getreide, insbesondere Gersten-Kaltgetränken, widmet. Die Rede ist natürlich von der Edelbiermarke Oettinger, die so schwäbisch und ich meine an der Stelle natürlich geizig sind, dass sie sich sogar das Etikett auf der Flaschenrückseite und Logo auf dem Kronkorken sparen. Die Bierkiste ist jedenfalls das perfekte Case, was tolle Optik und uneingeschränkte Funktionalität miteinander verbindet. Weil der echte Schwabe weiß natürlich, dass Zeit Geld ist und weiß die Vorzüge von den praktischen Tragegriffen umso mehr zu schätzen. Und wenn wir schon beim Thema Optik sind, weil Hardwerat und RGB eine lange und unzertrennliche Liebe verbindet, darf bei dem PC natürlich auch das nicht fehlen. Und damit der gute Tim auch endlich mehr FPS in seinem Lieblingsgame Minecraft bekommt, habe ich natürlich nicht nur einen, sondern gleich vier Corsair LL120 RGB-Lüfter samt Farbsteuerung verbaut. Und damit werden wie gesagt nicht nur die Ingame-FPS um den Faktor 4 multipliziert, sondern weil im Quadrat dazu auch noch das Sex-Appeal des PCs und gleichermaßen natürlich auch des Besitzers steigen, bekommt der FPS in dem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung. Aber bevor wir hier weiter beim absolut anmutigen Design des PCs abschweifen, hätte ich gesagt, kommen wir jetzt zu den inneren Werten. Hardwerat liebt als alter Schwabe natürlich wie die meisten gebrauchte Hardware und weil seine absoluten Favoriten unter den alten Prozessoren natürlich Xeon sind, habe ich hier keine Kosten gescheut, ihm mit einem Xeon E5410 die Creme de la Creme der High-End-Prozessoren für den brandaktuellen Sockel 771 zu gönnen. Wenn du zum Beispiel auf den Zockel 775 setzt, wird es natürlich noch schlimmer. Zum Einsatz kommt das Teil auf einem Asus P5Q Pro Mainboard für Sockel 775, das ich mit Hilfe von einem Teppichmesser, sagen wir mal, veredelt habe. Und on top gibt es noch dicke 4 GB RAM, damit der PC auch bei Videoschnitt und anspruchsvollem Gaming nicht zum Schwitzen kommt. Und das absolute Sahnehäubchen des PCs ist eine ganz besondere Grafikkarte. Und zwar ist es eine starke Nvidia GTX 960 4 GB von AMD in der limitierten und überaus begehrten 192 Shader-Version mit dem neuartigen VGA-Anschluss. Weil bei Grafikkarten sollte man immer darauf achten, dass sie so wenig Shader wie möglich haben und warum das so ist, darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Das Teil habe ich jedenfalls extra für diesen Gaming-PC aus China importiert, ganz einfach weil ich weiß, dass Hardwerat großer Fan von China-Grafikkarten ist. Wer kauft denn Grafikkarten aus China? Das ist denn so blöd? Wer kommt auf die Idee, eine Grafikkarte aus China zu bestellen? Komisch, die Leute. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch noch ein Netzteil mit ordentlich Power. Das Motto lautet hier natürlich, je mehr Watt, desto besser. Weil jeder weiß, dass ein Single-GPU-System ordentlich Saft aus der Steckdose zieht, habe ich natürlich auch keine Kosten gescheut und auf ein dezentes 700-Watt-Qualitätsnetzteil gesetzt. Und Leute, was soll ich sagen, das Zusammenspiel von den Komponenten ist genauso perfekt wie die optische Komposition von dem Ganzen. Weil die Kombination aus den 4 RGB-Lüftern und dem daraus folgenden X4-Multiplikator mal der Quadratwurzel aus 700 Watt in Kombination mit dem 300%igen Oettinger-Bonus geteilt durch die geringen 192 Shader der Grafikkarte ergibt beeindruckende 43,75.000 FPS in Minecraft und damit ist es wohl einer der stärksten PCs, die ich je zusammengebaut habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe den PC auch wirklich ungern her. Aber weil wir uns in der Hardware-Community ja alle lieb haben und gegenseitig supporten, dieser Bereich ist eklig. Der ist richtig eklig. Die Leute in diesem Bereich, die hassen sich ja eigentlich gegenseitig. Die wollen es oft nur nicht zugeben. Schenke ich dem PC jetzt ganz offiziell Hardwerat und ich lade ihn ein, das Teil bei seinem lieben Nachbarn Hardware Deals im wunderschönen Großherzogtum Baden abzuholen und die Leistung des Teils bei einer Flasche wohlschmeckendem badischen Kulturgut auszuprobieren. Und wenn auch ihr sehen wollt, wie der gute Tim diese Perle von PC testet und sich an ihren optischen und inneren Reizen erfreut, dann liked dieses Video, schreibt es hier und bei ihm unbedingt in die Kommentare und wer weiß, vielleicht wird ja wirklich was draus. Und bis dahin hätte ich gesagt, und dann bis zum nächsten Video.